Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Ich bin der Shorty von der Test Area und wir machen jetzt, also wir haben ja Abschied genommen von der Map Kernstadt. Da waren wir mit fertig. Wir starten heute ein neues Projekt. Die Map Erlengrad, die war beim Alpin DLC dabei. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich mache das jetzt mit euch zusammen. So, wollen wir mal schauen. Crossplay möchtest du, dass das Feld automatisch gescannt wird, aber natürlich. Wir empfehlen dir ersten beiden Tutorials natürlich. Uns interessieren die Tutorials natürlich, ist das so. So, wir wollen mal schauen. Hier sind bereits Kühe. Warum? Sind das unsere Kühe? Moment. In der Tat. Fünf Kühe braun-weiß, fünf Kühe schwarz-weiß. Die sind schon versorgt. Aha. Aber das ist ja gemein. Also finde ich. Okay, wir werden das hinkriegen. Ne? Die soweit zumindest zu versorgen, dass sie überleben. Dass das von Anfang an ist. Ja. Was ist hier? Das ist ja gleich ein Mehrfamilienhaus. Oh, das sieht schon. Ja, ich meine, warum nicht? Ne, oben oder so. Nee, komm, erste Etage wohnen halt die Eltern, denen der landwirtschaftliche Betrieb gehört. Oben drüber dann halt die Kinder. Später ganz oben die Enkel. Ist ja dann so ein Familienbetrieb, ne? Ah, schon interessant mit dem Haus hier, muss ich ja sagen. Spielplatz, da ist schon für die Enkel vorgesorgt. Find ich gut. Oh mein Gott, das ist mal was ganz anderes. Das ist mal was ganz anderes. Okay. Hier, das ist dieser berühmte Rasenmäher zum Schieben. Na, okay. Den haben wir ja schon oft gesehen, ne? In vielen Vorstellungen. Damit kann man halt. Ich steig mal ein. Ist der zu Deko? Nee, komm. Erzähl nicht. So, kann man von außen gucken? Ja. Das ist genial, das Teil. Okay, lassen wir mal so stehen. Was haben wir hier? Ein Pickup. Cool. Wir haben von Anfang an ein Pickup. Das ist gut. Den werden wir auch benutzen wieder zum Einfahren von Strecken. Wir haben hier einen kleinen Traktor drin stehen. Rigi RT Truck SKE 50. Sepp Knüsel. Wir steigen mal ein. Elektrik. Ah ja. Müssen wir hier, ne, statt Diesel haben wir dann hier eine Batterie, die aufgeladen werden muss. Wir haben da ein Schneidwerk liegen. Aber Batterie aufladen. Dann brauchen wir auch irgendwo den Anschluss für das Batterieladegerät. Na, gucken wir mal. Werden wir schon. Wenn es schon da ist, finden. Wir haben noch einen Traktor hier. Mit Frontlader. Konsole ist dran. Ja, Ballenspieß, Schaufel. Das ist okay. Was haben wir hier noch? Noch einen Traktor. Ach. Ein Pflug. Das ist ja ein altes Schätzchen. Ein Bührer. Also ich behaupte jetzt mal, dass das ein altes Schätzchen ist. Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass der gar nicht so alt ist, ne? Dass die noch so gebaut werden. Ich weiß nicht. Hier ist schon mal ein Anhänger. Wasserfass. Das ist sehr gut. Das ist der Kuhstall. Gehst du auf? Nein. Hier sind die Trigger. Alles sehr klein gehalten. Also, ich denke, die ganze Map ist drauf ausgelegt, hier mit süßen kleinen Fahrzeugen zu hantieren. Ist ja auch mal was, ne? Nach der Kernstadt, das war ja so ein Mordsobjekt. Und die nordfriesische Marsch, die ist ja auch ziemlich groß. Halt mal was Kleines, ein Durchfahrsilo. Und hier sehen wir auch die Ladestation für den Elektrotraktor. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier? Wir haben hier. Ist das ein Lager? Nein, die stehen hier. Stroh und Heu. Ballentransport.
Das ist ein Wender. Das ist ein Schmaler. Das ist ein Ladewagen. Palmpresse. Aha. Kleines Fass, großes Fass. Ist ja interessant. Bist du unser Hofsilo? Nee, oder? Das ist alles? Mehr Hof haben wir nicht. Niedlich. Also gut, wenn das so ist, dann ist das so. Wir haben, also wir starten mit einem kleinen Milchviehbetrieb halt. Ja, ist auch mal was. Jetzt ist aber, also ich bin mir nicht so sicher. Komm, wir tappen einfach mal, ja? So, das ist zum Grasschneiden. Das ist in Ordnung. Das ist der Elektrotraktor. Das ist, wir müssen erstmal hier rein in die Einstellung. Pass auf. Mein Spielstand. Nein, das ist Projekt. Halt, erst löschen. Projekt Erlengrad. So, wenn ich es falsch geschrieben habe, kann ich es später korrigieren. Echtzeit. Schwierigkeit Wirtschaft lassen wir mal auf normal. Verkehr machen wir sowieso aus. Schmutz normal. Automatischer Motorstart aus. Stopp mit Go Light an. Spritverbrauch niedrig. Kaufen? Nein. Saatgut kaufen? Nein. Dünger kaufen? Nein. Gülle kaufen? Kuhweide aus. Mist kaufen? Nein. Pflanzenwachstum schnell. Pflanzensterben ist aus. Das bleibt auch aus. Fruchtzerstörung mache ich mir auch aus. Pflügen lasse ich auch erstmal aus. Wir können später überlegen, ob wir das Pflügen wieder anmachen. Ne? Kalk an. Unkraut an. Autosave mache ich wieder auf 10 Minuten. So, können wir so lassen. Hier brauchen wir nichts verstellen. Auf den Zug wechseln ist aus. Da, 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 da. Radio ist auch aus. Speichern. So. Motor aus. So, noch ein Traktor. Ein Bührer. Der Pickup. Und der Rasenmäher. Also wir haben tatsächlich kein Drescher, nichts. Ne? Das ist so. Und dann ist das Kleine hier auch unser Hofsilo. Aber wo stellen wir denn Mischration her? Für das Küchlein-Zeugs. Gucken wir noch mal. Mischration. Die brauchen Heu, Silage, Heupellets, Gras. Also entweder Heu oder Silage oder Heupellets. Die brauchen Gras, Mischration. Okay. Mischration müsste man kaufen. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal in der Übersicht auf der Karte. Also, es ist so, ne? Ich mache das gerade hier mit euch das erste Mal. Wir haben noch nicht mal. Gehen wir auf Land. Doch, alles, was hier drumrum ist, gehört schon mal uns. Ist das alles, was uns gehört? In der Tat. Also nur die Wiese. Wir haben keine Felder, wir haben keinen Drescher. Nichts, ne? Das wird spannend. Das wird verdammt spannend. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wir haben ja Cosplay und wir haben ja Autodrive. Wir können hier Kurse einfahren. Ne? Das mit den Hügeln ist eine Herausforderung. Definitiv. Wir müssen schon gucken, wo wir fahren. Gehört auch noch uns innerhalb der Straße da. Also um Gras müssen wir uns keine Sorgen machen.
Okay. Er guckt in die Richtung. Hier ist irgendwo eine Straße. Ah, da ist ein Weg. Alles klar. Ja, alles klar. Verstanden. Hier ist der Zaun. Der Zaun ist die Grenze. Also das wird das wird gewöhnungsbedürftig hier zu arbeiten. Aber gut. Wir können uns natürlich überlegen, ob wir jetzt weiter mit Ballen machen. Oder ob wir. Ach, das ist Original Giants hier. Wo? Was haben wir denn? Wir haben ein bisschen Weizen. Wir haben Gerste, Sonnenblumen, Mais, alles wieder ein bisschen drin. Da muss man sich erst wieder dran gewöhnen, ne? Silage, da haben wir überhaupt kein Lager für. Wir müssen mit Ballen arbeiten. Ja, das wird spannend. Oh, das wird spannend. So. Wir haben hier den Viehhändler, ein Bahnsilo. Das sind ja Verkaufsstellen, ne? Tankstelle. Bahnsilo, eine Spinnerei. Supermarkt. Sägewerk, eine Kalkstation ist hier, Getreidemühle, BGA ist klar. Haben wir denn Viehhändler, Kalkstation? Nee. Produktionen in dem Sinne haben wir gar nicht, wa? Das sind alles nur Verkaufspunkte. Wir haben hier also keine Produktion. Das heißt, wenn wir was mit Feldern machen möchten, müssen wir das alles selber erwirtschaften hier. Spannend. Schokoladier, Bahnsilo. Spinnerei. Das sind alles nur. Ja. Alles nur Verkaufsstationen. Keine Produktionen. Es ist hier der Shop. Supermarkt. Bahnsilo. Sägewerk. Hier ist die Kalkstation. Hier kriegt man nur Kalk, oder was? Aha. Scheint so. Wie auch immer. Wahrscheinlich nur nah genug dran fahren. Und dann geht's. Wir gucken mal eben. Ja. Nur nah genug dran fahren. Und dann kriegen wir da Kalk. Alles klar. Haben wir sonst noch was? Getreidemühle. Für den Zug. Die BGA. Käserei. Wo kriegen wir denn überhaupt dann alles her, was wir brauchen? Hier ist noch eine Getreidemühle und eine Kalkstation. Bahnsilo, Viehhändler. Ich dachte mir vielleicht, dass das hier sowas wie einen Landhandel gibt. Oder so, ne? Wo wir Saatgut kaufen können und alles. Hätte ja sein können. Also müssen wir alles, was wir brauchen, aus dem Shop holen. Später. Ja. Also das wird hier spannend. Was haben wir? 100.000. Wir haben noch kein Feld. Ja, das heißt, wir werden uns erstmal um unser eigenes Land kümmern. Dass wir da klarkommen. Ein bisschen rumprobieren. Dann werden wir sehen, dass wir ein paar Missionen machen. Gell? Hüpf. Die Straßen. Ja, hier müssen wir mit kleinen Fahrzeugen vorlieb nehmen. Das geht gar nicht anders. Die Straßen sind typisch deutsch, ne? So, wir werden ein paar Missionen machen, dass wir auch an Felder kommen. Ja, unser Hof ist recht klein, aber
Ja, es ist Grünland. Wir haben Kühe, wir machen das einfach mal. Wir werden so ein bisschen uns mit den Kühen beschäftigen. Wo gucken wir da drauf? Schokolade, Pansilo West. Ja, wir lernen die Map wieder. Map. Wir werden die Map nach und nach kennenlernen. Ein paar von euch sind ja sowieso schon hier drauf am Spielen, ne? Das ist okay. Was wir machen, um Geld zu verdienen, Missionen, Grünland-Technik haben wir schon mal am Hof. Da werden wir damit anfangen. Müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Es ist natürlich verführerisch, Silage herzustellen. Vielleicht brauchen wir das aber gar nicht. Die Inhalte, die hier im Silo sind, werden wir verkaufen. Da ist die Ausfahrt, ne? Da ja. Haben wir noch eine? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist hier noch was anderes. Ich will mal auch für Steine bleiben. Gucken. Ja. Ein klitzekleiner Milchviehbetrieb. Hier ist die nächste Ausfahrt. Na super, das geht doch. Ja, wir werden das alles einfahren. Mit Autodrive natürlich. Wir werden uns überlegen, wie wir hier rankommen. Ballenpressen ist wieder, das sind Rundballen. Ich bin mal gespannt, die Rundballen, ob die wegrollen. Ja, und wie wir uns hier entwickeln können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Der Bauernhof hier ist ziemlich klein. Im Zweifel müssen wir halt expandieren. Und vielleicht hier sieht nicht so aus, als wenn es große Bauplätze gibt, ne? Ja, hier hinten. Sonst hätte ich nämlich gesagt, wir weichen irgendwo hin aus, wo eine Blühfläche frei ist und expandieren, um die restliche Landwirtschaft auch anzutreiben. So, wir brauchen dann ja auch Platz für die Fahrzeuge, ne? Hier, das sieht so aus, als wenn. Wir haben genug Felder. So ist es nicht. Aber wo bauen? Wo Platz machen für Fahrzeuge? Bei uns auf dem Hof kann man das schon mal klemmen. Hier ist nicht mehr viel mehr Platz für Fahrzeuge. Und nur mit Grünfutter wären wir nicht happy. Und vielleicht finden wir ein schönes ebenerdiges Feld, das wir kaufen können, früher oder später. Da bauen wir dann eine Außenstelle hin für unsere Fahrzeuge. Wir werden es sehen. Ne? Wir machen das zusammen. Ein paar von euch haben ja bestimmt schon angefangen. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren ein paar Tipps geben. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Es wird spannend. Es wird und es bleibt spannend und zu tun gibt es immer was. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Mein erster Eindruck von der Map. Ich tue mich da jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen schwer, weil hier nirgendwo Platz ist zum Expandieren. Aha. BGA, Alter. Aber da finden wir Wege. Da finden wir Wege, Möglichkeiten. Ne, wir haben ja mit der Felsbrunn damals im LS19 angefangen. Da hatten wir ja auch Möglichkeiten, Platz zu schaffen. Ihr Lieben, das war's, der erste Eindruck. Nächstes Mal fangen wir irgendwie irgendwo irgendwas an. Bis dahin bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Tipps, Anregungen, Hilfestellungen, wo wir Platz haben, wie wir verfahren sollen, wie wir anfangen sollen, wie wir expandieren sollen, gerne in die Kommentare. Passt auf euch auf, bleibt zuversichtlich, irgendwann wird alles wieder besser. Vor allem bleibt gesund. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.